Rated E for everyone. Grüß euch, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer unerwarteten Ankündigung für den Farming Simulator 22. Das Farm Production Pack steht in den Startlöchern. Der erste Trailer ist raus, die ersten Infos sind da. Ich möchte in diesem Video ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen das genauer durchgehen mit euch. Wenn es euch gefällt, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr neu seid, gerne abonnieren. Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, gehen da direkt rein zu den einzelnen Screenshots, die ich zugesandt bekommen habe von Giants. Danke dafür. Wir werden uns einfach jetzt hier ein bisschen was anschauen. Ich mache das quasi, wie wenn ihr den Blogbeitrag lesen würdet, nur dass hier so ein bisschen meine Sichtweise auch hinzugefügt wird und mein Verständnis. Ich habe das vorab nur in Englisch, deswegen muss ich das auch ein bisschen übersetzen. Aber das bekommen wir hin. Im ersten Screenshot sehen wir eigentlich ganz einen netten kleinen Schäferlader. Das ist an sich ja nichts Neues, aber der Text dazu ist, denke ich, trotzdem interessant, denn das Pack wird über 20 Maschinen, Gebäude und Verkaufspunkte beinhalten, um unsere Farm zu erweitern. Es geht primär darum, schon relativ früh im Game auch mit einem passiven Einkommen neue Geldgenerierungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Wir alle kennen das, ich selbst bin da auch immer schwer am Struggeln. Gibt selten Spielstand, wo ich nicht nach den ersten paar Spielminuten schon relativ pleite bin am Konto, wenn ich so meistens ein bisschen das gleich kaufe, was ich mir gerne am Hof hinstelle oder gerne habe. Das primär soll ja nicht der Punkt sein, um hier nur über Geldgenerierungsmöglichkeiten zu sprechen, sondern Aspekt dieses Packs ist natürlich auch, dass man hier verschiedene Funktionen nutzen kann, neue Möglichkeiten, die man betreut oder auch verwaltet, hier ins Spiel integriert werden. Also ein bisschen, um eben auch vom Screenshot noch was zu sagen, von so kleinen Marktständen, die man hier am ersten Bild sieht, bis hin zu, da kommen wir später noch dazu, großen Versandlagern ist quasi alles dabei. Und da bin ich selber schon gespannt, denn wenn man in den nächsten Screenshot geht, bekommt man auch hier eine komplett neue Möglichkeit, wie man auch ein wirkliches permanentes passives Einkommen quasi für den Kontostand generieren kann. Und das ist mit solchen Solarpanels. Klar, Windräder, Solarpanels ist grundsätzlich nichts Neues, aber der feine Unterschied ist, diese hier werden auch durch einen Roboter regelmäßig gereinigt. Finde ich auch ganz spannend. Bin ich selber neugierig, wie schnell das verschmutzt und ob es eben, was wie im Text steht, auch damit zu tun hat, durch den Staub der Felder. Ist das in Feldnähe platziert, werden die schneller schmutzig, kostet dann der Einsatz des Roboters etwas. Sollte ja, denke ich mal, ganz stark animiert sein, wenn man das hier auf dem Screenshot schon so anschaut. Ja, vor allem auch, was ist die Anschaffung? Im Spiel an sich sind die Windräder relativ teuer. Solarpanels geht so, sage ich mal, bringen halt nicht ganz so schnell viel Geld. Da muss man schon beide spielen, damit hier auch wirklich sich ein bisschen was ergibt, aber da kann ich nur sagen, bin ich selber gespannt, freue mich auch drauf, da ein bisschen auch Leben auf die Map zu bringen. Ja? Ist vielleicht ein bisschen, ja okay, Roboter fährt hier rum, automatisiert, der eine oder andere wird sich denken, yay, der andere denkt sich, oh, ist mir eigentlich wurscht. Ich finde es gut, ehrlich gesagt, ich finde es nicht so schlecht und bin da selber eben, wie schon erwähnt, sehr gespannt drauf. Im nächsten Screenshot sehen wir, wie ein Frontlader eine Kiste Brot zu einem Verkaufsstand bringt. Also was ich gecheckt habe, sind ja auch so kleine Verkaufsstände im Pack enthalten, die man dann auch platzieren kann und dort seine Güter hinbringen kann, was ja auch ganz nett ist. Ich persönlich feiere das jetzt tatsächlich nicht so in diesem Sinne, weil ich finde es halt schon geiler, wenn da, klar, es ist, macht ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten auf, aber ich finde es halt schon geiler, wenn auf einer Map schon irgendwo, keine Ahnung, Supermarkt platziert ist, da fahre ich hin, bringe mein Zeugs hin und hab da meine Ruhe, weil wer hat schon am Hof Verkaufspunkt an sich? Abgesehen, du hast jetzt einen Abhofverkauf. Ja? Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, der hier genutzt wird, dass man einfach auch mit einem Abhofverkauf punkten kann, dort eben die Güter hinbringen kann. Wo sich aber bei mir wieder doch auch die eine oder andere Frage auftut, wer hat schon Brot, also wer hat schon eine Bäckerei für die Brotproduktion am Hof? Ich kenne das zum Beispiel bei uns aus der Region, Abhofverkauf für Fleisch,
an sich, ja, frisch quasi runtergeschnitten oder auch zum Beispiel Eier oder sowas. Ja, das wird hier natürlich auch möglich sein oder auch Gemüse. Da braucht es ja keine großartigen Vorgänge, um halt dementsprechend ein fertiges Produkt zu verkaufen. Ich sehe das mit dem Brot ein bisschen tatsächlich eher schwierig. Inklusive in diesem Pack sind auch verschiedene Hallen. Man sieht es auf diesem Screenshot auch dementsprechend im Hintergrund, die neue Lagerungsmöglichkeiten bieten. Also von Maschinen über Paletten bis hin zu diversen Sachen, die man da reinstellen mag. Und zusätzlich sind die auch anpassbar. Kann man ein bisschen gestalten im Baumenü. Ich denke mal, Farben werden verfügbar sein. Es wird ein gewisse Grundgebäude geben, ob das jetzt riesig auseinander geht, dass man sagt, ja, mit dem einen Gebäude kann ich das und das konfigurieren, bei dem kann ich das und das konfigurieren. Das mag ich zu bezweifeln, ob sich da tatsächlich, ob das so tief reingegangen wird, sagen wir mal so. Im nächsten Screenshot ist gedacht, laut Blogbeitrag, dass ja sich die Preise dynamisch verändern. Es gibt auch dann tägliche Nachfragen. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Da bin ich auch selber gespannt, wie das dann wird, dass verschiedene Güter zu verschiedenen Tagen, vielleicht auch angepasst an die Jahreszeit, wer weiß, da erhöhte Nachfragen haben und dementsprechend auch einen besseren Preis dafür generieren. Ich denke, da muss man trotzdem auch, um zu diesem Punkt zu kommen, das bedienen zu können, ein paar Stunden mal spielen, um auch verschiedene Güter am Hof zu haben. Ich denke, das wird halt auch diese große Schwierigkeit sein, um auf diesem Pack diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Es gibt dann auch noch einen schönen Screenshot mit so einem Marktstand, der quasi schnell bedient werden mag. Finde ich auch ganz cool, bin ich selber gespannt, wie das dann aussieht. Auf den Standard-Maps ploppt das auf und benötigt dann quasi raschen Nachschub zu einem schönen Extrapreis. Ich sag mal so, so habe ich es verstanden und ob es dann wirklich so ist, wir werden sehen, ist halt dann wieder blöd für Mod-Maps. Oder funktioniert das dann dort auch durch irgendwas, was die Mapper nachreichen können? Was weiß denn ich? Bin ich selber gespannt, aber extra Money verdienen können für solche Aktionen, finde ich gar nicht so blöd. Stellt sich ja wieder nur die Frage, mit welchen Gütern das dann möglich ist. Man muss ja dazu sagen, es ist ein erster Trailer. Relativ in kurzer Zeit kommt das schon raus. Ich denke mal, in den nächsten Wochen bis dahin werden wir auch den ein oder anderen Factsheet noch bringen können, um hier dementsprechend ein paar Infos noch zu haben. Taste mich da eigentlich auch nur ran. Daher bitte habt Verständnis, wenn ich vielleicht nicht auch alles korrekt verstanden habe. Natürlich ist es so, wenn da jemand schon andere News, andere Infos hat oder das anders versteht, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich sehr darüber und dann können wir ja da diskutieren, was so ein bisschen eure Gedanken sind. Was ich tatsächlich nicht so schlecht finde im nächsten Screenshot, ist diese Waschanlage, diese Waschtrommel, um verschiedene Früchte wie Rüben, Kartoffeln etc. zu waschen und eben gewaschene Güter als Fruchtart ins Spiel integriert wird, um dementsprechend auch höhere Preise zu erzielen. Ich denke mal, das ist auf dem Hof dort und da gar nicht so schlecht platzierbar und sicher auch eine nette Nebenbeschäftigung für, keine Ahnung, Wintermonate oder Tage, wo mal keine Feldarbeit ansteht oder die Tiere eh versorgt sind, zur Überbrückung so ein bisschen Kartoffel waschen, was weiß ich, ist eine ganz nette Funktion, um vielleicht auch dementsprechend ein paar Euro mehr zu verdienen, sagen wir mal so. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, muss ich tatsächlich ehrlich zugeben, ist, wie das gemeint ist mit mehr Dünger generieren. Es ist von Lelly ein Gerät dabei, das das möglich macht. Das gibt es auch in Real, habe ich selbst danach schlagen müssen, weil ich da komplett gar keine Ahnung von hatte. Ja, man kann mit Stallluft und sonstigen hier etwas kombinieren und man erhält mehr Dünger. Okay, jetzt nur die Frage, ich höre oft oder habe schon öfter gehört, komischerweise habe ja nur ich das Problem oder bin ich zu doof dafür, ist ja wurscht, dass meistens die Ställe an sich genügend Dünger erzeugen, also Gülle und Mist. Es gibt ja von Lelly ein Gerät, das sollte auch hier in diesem Pack sein, dazu gibt es noch gar keine Screenshots irgendwie, wo man dementsprechend zusätzlich was generieren kann, um halt extra Dünger zu erhalten. Ja, da bin ich selber gespannt auf das System, beziehungsweise darauf freue ich mich am meisten, wenn dazu schon jemand irgendwie eine Ahnung hat, gerne unten in die Kommentare rein. Sei ich ganz ehrlich, kann ich mir jetzt überhaupt keinen Reim drauf machen, taste ich auch komplett im Dunkeln. Aber gut, ein bisschen spekulieren darf man ja auch und das Endgame-Level, um auch zum letzten Screenshot zu kommen, ist halt dann einfach, dass man ein großes Logistik-Center, Logistik-Lager verwalten kann. Ich denke aber nicht, dass hier
wie auf dem Screenshot ersichtlich, LKWs automatisch rankommen, würde mich wundern. Da geht es schon ein bisschen eigentlich komplett weg von der Landwirtschaft, weil ich halt wirklich in dieser Halle mit dem Stapler zwischen den Regalen rumdüsen kann und Güter ein- und auslagern kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so der mega Stapler-Fan im Farming Simulator 22. Nutze ich ganz selten, bisher wenige Male genutzt. Seid ihr mehr Fan davon? Hat da überhaupt jemand jetzt einen Bezug dazu? Mir persönlich fehlt dann ja ein bisschen der Bezug. Ich würde schon geil finden, wenn LKWs rumfahren auf der Map und dort und da Dinge abholen und ich auch zu so einem Logistikzentrum was hinbringen kann. Gar keine Frage, aber dass ich da jetzt selber dann verantwortlich bin, einen LKW ranzustellen und da aus dem Regal ein- und auslage und den LKW belade, sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Ist eine Arbeit, die würde mich null interessieren im Farming Simulator, weil dass ich sage, okay, selber mit dem Stapler mal wo was verladen, wohin bringen, okay, aber dann LKW beladen, mit dem wieder wohin fahren, zum Store oder Supermarkt oder was auch immer, bin ich tatsächlich eher raus, sage ich ganz ehrlich. Ist gar nicht so mein Ding. Ich bin jetzt eigentlich so für die abschließenden Worte eher von diesem Pack ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ja, ich freue mich drauf und zwischen, hätte man nicht gebraucht. Irgendwo dazwischen liege ich momentan. Mich würde eben ganz stark interessieren, was ihr dazu denkt, zu diesem Pack. Farm Production Pack für den Farming Simulator 22. Ich bedanke mich an der Stelle, da sind wir auch schon durch, für die Aufmerksamkeit und würde sagen, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und da noch mehr Infos dazu erhalten. Bis dahin, haut rein, tschüss, ciao und bye bye.